Okay, dann machst du dieses Mal Robocop. Ja. Ei. Pass auf, der sieht so aus, haha! Den siehst du nicht, aber den hat man jetzt kurz. Hallo! Hi. Wir spielen heute Robocop in TSSS, das ist die Tom Schwerminer Super Show. Schon wer ist endlich wach? Ich bin wach seit kurz vor Mitternacht, das ist jetzt bald 9 Stunden her. Hallo! Ja, hey. Du auch. Was heißt endlich? Ich bin schon seit 5 oder so wach und das ist krass, weil bei dir ist es normal, du kannst nicht schlafen. Das ist wahr. Du schon wer? Hä? Will ich die Karte transformieren, weil das alles kann. Das ist wie scheiße hier. Ich einfach komm. What could possibly go wrong? Was? Gut! Oh, das ist okay. Ich hab bisher noch kein gutes Frostdingens gesehen mit dem. Ich weiß nicht, ob's da irgendwie. Glaubst du, Frost ist tatsächlich gut, wenn man irgendein Fokus-Deck hat? Ja, tatsächlich. Das kann richtig doll, wenn du die immer wieder durchrecyceln kannst, gibt das richtig viel. Kotze. Wieso kann ich nicht das Bonfire haben, bevor ich zu. Ich mag Fragezeichen. Fragezeichen sind immer geil. Ich liebe Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie man ohne Fragezeichen leben kann. Mein Leben ist abhängig vom Fragezeichen. Warte. Schon wer hat uns gerade gesagt, der ist abhängig, aber das ist okay für mich. Verreck. Irgendwer? Irgendwie. LOL! Das war lucky. Ich wusste nicht, dass die sich dann nicht einrollen. Okay, cool. Boah, das gefällt mir. Ich will es nicht mehr angucken. Was haben wir denn hier? Nimm mal jetzt zufällig Macht auf die Hand. Ich sage dir eine Sache. Strahlenzelle ist tatsächlich super nice. Verwundbar ist wichtiger als du denkst und verbessert gibt's glaube ich 2 verwundbar. Und es ist halt kostenlos. Ich nehme es mal mit, weil schon wieder das sagt, auch wenn es gegen meine Philosophie der Only Orbs geht. Ich aber sowieso nicht. Easy. Wie? Geld? Wie? Ich darf nicht mehr in die Pfütze fassen. Ja. Schau mal, was gibt Besseres als Geld und einen geilen Peitschenschlag? Ich kann meinen Gletscher wieder loswerden. Ja, ich würde es sofort machen. Okay. Ich meine, was schon wer sagt, der weiß schon, was er tut. Ich meine, halt die 4. Oh. Easy. Alles klar, heute mein Billig-Angriff-Tag. Ich glaube, er hat Clown oder so. Irgend so die Karte, mit der du 0-0 Angriff hast, weißt du? Verstehst du? Schon mehr. Der will mich schlagen, Bruder! Ja, ich meine, mathematisch gesehen weißt du bestimmt schon, was die richtige Entscheidung ist. Nee. Ich kann jetzt 2-mal blocken, dann krieg ich 4 Schaden. 4 Schaden. Wenn ich ihn töte, kriege ich 8 als sie. Vielleicht kann der Blitz ihn ja jetzt umbringen. Schade. Huh. Nicht hauen! Discord hat gerade eine sehr kack FPS-Anzahl, aber es ist okay. Ich habe jetzt echt kein fucking Ding bekommen. Och. Easy. Verzieh dich! Nein, nicht der. Doch nicht so easy. Aber? Ja? Stirb? Bitte? Den trifft. Weil, siehst du, du hast an den. Ich habe ans Herz der Karten geglaubt. Schon wer? Okay. Spielt nämlich nebenher Yu-Gi-Oh! Auf der Switch, weil. Verpiss dich. Übrigens, nicht vergessen, du hast Ornamental Fan. Na, habe ich schon vergessen, schon mehr. Das ist schon weg. Ich will das. Darf ich haben? Es ist sogar ein Angriff und es gibt Orbs, ja. Also geht es für deine Philosophie. Ja, ich glaube, heute ist Angrifftag. Das finde ich interessant mit Fokus. Aber ich glaube, heute ist ein Angriffstag. Weißt du was, du kleiner Gay-Fächer? Oh, ich kann ja nicht böse sein. Was geht ab? Schätzelein. Ich weiß nicht. Oh, gut. Okay, ich hau dich, dann hau ich dich, dann lass ich mich nicht hauen. Donnerblitz! Hast du gesehen? Du hast ihn richtig geblitzt. Voll in die Vagi. Was denn? Fuß. Was? Fuß. Was hab ich gerade gehört? Fuß. Angreifen ist geil. Nein! Verwundbar. Oh ja. Egal, den Fehler mache ich auch gern. Das ist leider kein Angriff. Ne?
Das ist easy. Ich meine mal, dass der Kampf geht nicht lang, hoffe ich. Vielleicht stirbt er jetzt am Blitz. Schade. Schade. Oh, wow. Der ist stark, ich hau den. Tot. Ja, Geld. Fixiere ein Karte pro unterschiedlichem Ob. Das klingt dumm. Ich mag keine von denen irgendwie. Ja, weißt du. Unser Deck ist ja schon fast nicht mehr scheiße. Verbessern wäre geil, aber ich glaube, ich mache jetzt den Freund. Was hast du für ein Potion? Zockergebräu. Wie viel gerade ab? Oh. Ist in dem Fall gar nicht mal so schlecht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich box dreimal drauf für den Block. Ja. Der Blitz ist zwar nett, aber der Blitz ist nur ein Blitz. Ich mach den da, der hat am wenigsten Leben, den krieg ich hoffentlich am schnellsten tot. Hast du gesehen? Puh. Ich will sterben. Yay! Ey, behalt deinen Müll! Ah, der hat mich angeschossen. Geschossen. Aber hey, dein Potion-Counter hat benommen. Die haben leider ein Artefakt. Ich mach das trotzdem aus gutem Willen dir gegenüber. Das ist sehr nett von dir. Und du könntest jetzt sogar ein... Oh, du meinst! Möglich wär's, was ist da drin genau? Die Chance ist hoch, dass ich einfach nochmal Verteidigung ziehe. Du bekommst auf jeden Fall Verteidigung, falls du es spielen willst. Und du könntest einen Angriff bekommen. Achso, das bekomme ich. Also wenn beide Blocks wegkommst, du ziehst ja sowieso den einen Block. Oh, ich werde sowieso danach voll geheilt. Lass mir meine Träume. Nicht unbedingt richtig. Muss ich das eigentlich in einer Runde machen? Ja. Ich kriege jetzt wahrscheinlich sowieso nur benommen auf Jan. Ich bin nur verwöhnt, dass Tränke halt so krass sind, dass die immer da sind, wenn man sie haben will. Schon wer? Welche Karten soll ich spielen? Warum bin ich jetzt der Alleswisser? Ich würde Kugelblitz verwenden auf jeden Fall. Okay, und dann? Das sind 10 Schaden. Hey, vielleicht kriege ich ja Ding raus. Komm, zwei. Bitte! Bitte lass uns beste Freunde sein! Du Hure! Schon wenn die Blitze spielen immer gegen mich, nie mit mir. Die sind aber auch richtig gar nicht mal so wirklich weiß. Die sind gelb, glaube ich. Wie Pippi. Oh, ja. Erstmal gehst du weg. Ich mag dich nicht verrücktes Mama-Kind. Vielleicht kriege ich in der nächsten Runde kein Damage mehr. Oh! Hast du gesehen? Shoha, hast du gesehen? Ich krieg jetzt 4 Block. Wär geil, oder? Oh ja. Schade. Fast. Ey, easy. Ja. Ja, ich habe mir gerade überlegt, ob ich ihm das Artefakt wegmache, aber es lohnt sich nicht so wirklich. Ja, das stimmt. Yay, Block! Hat sich bisher noch nicht so ausgezahlt. Er hat mich angestunken. Ich glaube, der ist doof. Nee, nicht Block. Oh, das ist easy. Ja, stimmt, einfach alle spielen. So, fuck you. Oh, der ist tot. Ja. Achso. Das bist du. Er schafft es im jeden Kampf einen Schatten. Was ist Schatten? Ist es der stärker wird? Ja. Er schafft Schatten. In deinen vordersten freien Slot. Aber da das als erstes triggert, wird der Blitz hoffentlich ganz vorne stehen. Finde ich okay, hatte ich noch gar nicht. Ich glaube, das habe ich jetzt vorher gespielt. Ja, ist okay. Warte, das ist ein Nullangriff. Ja. Ich glaube, das gibt am meisten Sinn gerade. Ja, wir brauchen auch irgendwie eine Möglichkeit, Karten zu ziehen danach. Ist ja cool. Ich glaube, das muss ich nehmen, oder? Ja. Du hast einfach so wenig, selbst Lagerfeuerheilung halt nur ein bisschen. Lagerfeuer-Lied. Ich glaube, ich versuche den Super-Elite. Ja, wir wollen ja auch das geile Dingens haben. Was kannst du? 6 Schaden. 4. Dann will ich 2 verwundbar. 2 verwundbar ist nice. Ich glaube, ich nehme das, weil dann kriege ich den Blitz immer gratis. Was kannst du? Mach mehr Schaden. Also Blitz oder Zahlen? Ich muss sagen, FTL fand ich auch ziemlich cool, aber... Mir fällt gerade auf, ich krieg so wenig Schläge, weil ich nur 3 habe. Das habe ich natürlich nicht am Anfang wissen können.
FTL ist halt ein Schaden mehr. Und eine Karte mehr. Nee. Aber ich glaube jetzt. Ziehe eine Karte, ziehe eine Karte. Ich glaube, ich will den gratis Blitz. Das ist einfach eine Karte mehr, die ich spielen kann. Es passt zu unserem Plan mit. Einfach nichts zahlen. Einfach nur schnurren. Was kannst du? Erhalte jedes dritte Mal, wenn du nachts die Stapel nicht Energie. Das ist nicht so gut, auch wenn unser Deck klein ist. Ich glaube, ich hole mir gleich einen Schlüssel. Ja, am Anfang ist es okay, aber wir wollen ja später auch Krassigkeit. Ja, ja. Ich schau, wie gesagt, ich schaff's bestimmt und dann kommt die Schnecke und ich schaff gar nichts mehr im Leben. Ja. Erstmal. Krieg ich den Tod? Nee. Durch FTL darfst du noch eine Karte ziehen. Ich habe 3 Angriffe, was heißt, wenn ich ihn als erstes kille? Ich kann durch FTL eine Karte ziehen. Pass auf, ich versuche erstmal den hier wegzumachen, weil der boostet sich auch. Der wird stärker. Was heißt, ich mache ihn verwundbar? Dann ziehe ich eine Karte. Dann machst du einen Angriff für den Block und dann kannst das du. Auf jeden Fall. Du und dann mache ich es, glaube ich, nochmal und Verteidigung. Das geht. Wobei, warte, Doppelentladung ist 2-mal. Oh. Easy. Aber ja. Oh! Ich glaube schon. Einfach unendlich Karten ausspielen und endlich Block bekommen, oder? Ja. Bitte, lass mich leben. Ja! Ich die Bauschen das vergessen. Was? Ach so. Also jetzt noch nicht, aber wenn er böse wird. Ja. Ich meine, ich meine, das als erstes gibt hart Sinn. Dann mache ich einen Gratis-Blitz und dann boxe ich ihn. Und dann spucke ich ihm einmal ins Gesicht, weil ich es noch kann. Richtig. Ich meine, Ornamental Fan ist gegen den auch ziemlich nice, weil wir wollen ja eh nur angreifen. Schon wieder, der hat mich angerohrt. Ja, dann gib dem Peter mal auf die Fresse. Richtig, der strahlst du richtig die Eingeweide. Fuck you. Easy. Alter, Doppelentladung, aber das würde jetzt 24 machen. Aber er wird stärker. Ich hoffe, dass ich Doppelentladung nochmal ziehe. Ich mache jetzt einfach. Ich wirf den Schwächetrank, weil ich. Ja. Pass auf. Ja, es kommt kein Bonfire. Ja. Da nehmen wir mal einen richtig dicken Lümmel. Och, ich bin so schwach. Ja, bist du, Opfer. Du könntest rein theoretisch sogar Verteidigungsdingens gehen und hoffen, dass wir in der nächsten Runde ihn kaputt kriegen. Werde ich nicht, wenn ich nicht Doppelentladung ziehe. Ich glaube, ich nehme die 6 Damage. Und weil ich habe ein bisschen zu sehr Angst, dass ich nächste Runde nichts Vernünftiges bekomme. Ist leider verwundbar weg. Komm schon, verwunde ihn. Oh, erstmal Doppel FTL. Oh, ich habe keine Doppelentladung, aber ich box ihn einfach. Ja, der macht den. Zug beenden! Er ist tot. Easy. Ah, ich mag das. Oh! Kuriererinnen, Händler gehen nicht mehr Karten, Reaktor oder Tränke aus und die Preise sind 20% gesenkt. Nehme ich gerne. Smaragdschlüssel. Yes. Oh, komm. Easy. Nicht so perfekt für das Deck, aber immer noch gut. Hyperstrahl. Fokus ist mir egal. Also relativ egal mit dem Deck. Ja. Was ist das? Lege die nächste diesem Zug gespielte Karte auf den Nachtziehstapel. Oh. Bringt das was mit irgendeiner Karte? Ja, mit den ganzen Kostlos-Dinger jedenfalls. Oder allgemein coole Karten und später noch. Die ist ganz cool. Das Problem beim Linken ist für mich einfach nur, der es klingt zwar gut, aber 26 Schaden ist gegen Elite und gegen Boss eben nicht wirklich gut. Ja, außer die haben Minions. Ich glaube, Rückstoß ist mit Strahlenzelle ganz cool, vor allem wenn ich die noch verbessere. Ja, allgemein, ich glaube, später auch noch nice und das passt zu unserem Plan. Ich muss sagen, Chaos habe ich auch sehr gerne, weil es eben Schatten und Plasma machen kann. Aber das ist nicht, worauf wir gerade gehen. Ja. Wir gehen die gute Combo, die ich noch nicht so ganz verstehe und von der ich noch nicht so ganz überzeugt bin. Auf die Fresse. Oh ja, gar nicht. Eine Verteidigung? Ja. Weil alles andere ist ja uns gegenwärtig gewogen. Ja, weg damit. Ein Angriff! Eine Macht? Es geht besser. Ja. Es geht besser.
Vielleicht kriegen wir noch ein paar Machtsachen. Ja, ich hoffe, ich krieg dir seine Relikt, was mich vor Bosskämpfen heilt. Ich kann du zweimal könntest. FTL spielen. Ja. Aber wenn ich FTL ziehe, bin ich sauer. Bitte sei nicht frech zu mir. Ah, ist okay. Dann greife ich nochmal an für den Block. Ja, und Blitz ist sowieso free. Mach ich den hier. Ja. Das macht nicht genug, also blocke ich. Dann krieg mal wieder auf die Fresse. Ich mag den nicht wütend, dass man markiert. Hier, bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Aua. Aui. Au. Ah! Alter. Jawoll. Schleife bringt mir jetzt so gerade nichts mehr. Ja. Ist ja ganz gut, nehme ich. Der Zug sah gerade ganz nett aus mit dem gratis rein, rein, rein. Für geilen Gegner Schaden in Höhe. Das wäre das andere Ding gewesen, ich verstehe. Ich finde das für Verteidigung nicht dumm. Ich finde es absolut perfekt für unseren Plan, weil du kannst viele Angriffe machen. Wenn du es verbessert, gibt es dir, glaube ich, sogar 2 Energie. Das weiß ich nicht, aber das sehen wir ja bald, weil ich werde mich natürlich nicht heilen, ich bin ja kein Noob. Ich werde mich heilen. Block brauchen wir so oder so. Und das ist halt ein guter Block für uns. Ja. Ich finde das nett, wenn beide FTL kommen tatsächlich. Benutze ich meine Schleife. Ich schlag dich jetzt auf jeden Fall, weil du schaffst. Das auf jeden Fall. Damit Batterieladen habe ich voll Block. Ja, ich glaube, ich mache tatsächlich das hier und Schleife. Ja. Weil das macht immer halt ein bisschen mehr Schaden hier die Runde. Am Anfang der Runde nochmal 3 Schaden dämseln ist mehr als. Die restlichen 2 Optionen wären eh kacke gewesen. Ja. Unnütz. Ich meine, klar, die 18 Schaden. 16? Ja, 16. Das macht 8 Schaden. Da komme ich irgendwie auf 18. Ich kann nicht rechnen, aber das ist okay für mich. Kriege ich ihn tot? Ich meine. Ich kann sowieso alles spielen. Ich muss sowieso alles spielen. Schade. Es besteht eine Chance, dass. Nee, warte, scheiße. Ich habe gehofft, ich mache mehr Schaden. Es besteht trotzdem die Chance. Ja, aber die Chance ist gerade echt viel schmaler geworden, als ich dachte. Wo hast du die Energie her? Fokus kannst du machen. Ich hatte 4 Energie am Anfang. Oh. Wegen. Da. Ach ja. Also, Fokus würde mir jetzt. Vielleicht Schaden ersparen. Karte, was kommt als nächstes? Nein, Map. Nur noch Bonfire. Oh. Aber mit 40 Leben würde ich. Wobei beim Slime. Heilen würdest du dich wahrscheinlich. Ach komm, so. Die Blitze machen dir jetzt sowieso tot, oder? Schade, ja, war knapp. Ja. Ich werde ihn trotzdem aus Protest nicht angreifen. Ich muss ihn aber angreifen, wenn ich jetzt die Doppelentladung bekomme. Weil der Schatten entlädt sich immer auf den Schwächsten. Das wusste ich nicht. Ja gut. Strahlenzelle bringt jetzt anfangs nicht. Wobei, sie ist schwach und gerade, das heißt, mache ich einfach auf den. Dann mache ich hier ein FTL. Ich habe eine gespielt. Weniger als 3 Karten. Ich hoffe, ich ziehe nicht FTL. Warte, ich ziehe natürlich FTL mit Rückstoß. Okay. Ja. Egal, kein Schaden. Yay, yeah, Verteidigung. Warte, wenn ich sie drauflege, muss ich sie jetzt auch ziehen. Wenn ich das richtig verstehe. Das erste müsste jetzt Verteidigung sein. Jella, geh weg. Ja. Ich glaube, ich habe das verstanden. Ja, gut. Tot. Ja, und was? Oh, oh, auch ja. Ich füge zu Beginn deines Zuges einen Gegner 3 Schaden zu. Das ist nice. Ja, warum nicht, ne? Es ist ein Free Blitz auf alle. Schatten ich mein, so perfekt. Batterieladen kann. Ja, passt immer noch. Ja, solange es nicht zu viele werden. Das ist halt leider. 32 ist wenig, auch für den Slime. Yeah. Ich guck mir zumindest an, was das macht. 10 Block, das ist okay für mich. Also die geben 2 Energie. Gibt's da noch andere? Es gibt andere, die einfach 2 Energie geben, aber die geben dir eine Leere auf Nachziehstapel. Dann will ich gerade, glaube ich, nichts verbessern, sondern.
es tut weh, weil der Slime, es kann gut sein, dass der nicht so viel Damage macht, aber es kann gut sein, dass er mich auch killt, also. Ja. Kotzenkacken. Kotzenkacken.